Wish I could sleep for an hour or so. I'm cold and a little wired. Das ist unser Barney. Nee, Billy heißt er. Unser Onkel. Das bin ich. Howdy Leute, wir sind hier wieder bei Born Finders und ja, wir haben in der letzten Folge, haben wir uns diese Garage gekauft oder ersteigert, muss man schon fast sagen, ein Kampf war, $625 haben wir ausgegeben und wir haben uns noch eine Axt zugelegt, dann können wir nämlich hier diesen Schrott hier auch gleich verwerten, so. Das brauchen wir dann zum eben Sachen reparieren. Und das Coole ist, du kannst auch mit der Axt in der Hand nichts kaputt machen, was nicht kaputt gehen darf. So, einfach mal den ganzen Schrott einsammeln. Braucht eh kein Schwein. Es hat gehalten, ich muss die Garage hier leer räumen. Also dann mache ich das. So, momentan seht ihr, da bekommen wir nicht wirklich viele Ressourcen. Aber das liegt nicht daran, sondern wir können ein Reifen. Na dann. Also wir können mit der Zeit, also nee, wir können nicht mit der Zeit, sondern wir können die Equipments, Mensch, konzentrier dich mal. Da weißt du auch, was du sagen willst. Nee, das Equipment können wir auch upgraden bis Stufe 3. Jetzt haben wir Stufe 1. Und das heißt, wir kriegen nicht aus jedem etwas. Und wir kriegen auch immer nur Maximum 1 raus. Wenn du eben das upgradest, bekommst du eben eine Sicherheit von, dass du mehr bekommst. Und auch eine Sicherheit, dass du überhaupt was bekommst. So, also, keine Ahnung, wer da früher war, aber das ist eine... Mein Gott, du kannst ja... Wow, das ist eine große Garage, Mensch. Gehen wir mal nach unten. Hier ist Feierabend, ne? Oh, da kannst du aufmachen. Ah, Sicherung rein. Okay, und zack. Ah, okay. Jetzt bin ich drin und geht wieder zu, ne? So, ein Kolben. Ah, die brauchen wir auch. Die Räder haben wir ja schon, aber... Also, jetzt haben wir die Räder. So, hier hinten hätten wir noch ein... Eine Bodenplatte war das, glaube ich. So. Also immer sehr gründlich sein. Und hier haben wir ein Auto. Oh. Dann hat sich ja das gelohnt. Ja.
Ach so, okay. Jetzt habe ich mich eingesperrt. Okay. So, oh, Lenkrad. Wir können uns bald ein Auto bauen. Ich habe hier ein Autoradio. So. Und hier haben wir noch einen Mensch. Kannst du ja echt bald ein Auto fahren. Wie? In welchem Zustand ist das Auto eigentlich? Also Räder hat es 4. Oh. Oh, Motorrad. Da, also das Auto, das sieht eigentlich schon mal nicht schlecht aus. So, ah, Tank. Wassertank könnte man eigentlich auch immer brauchen, aber ja. Eine Leiter, die kaputt ist, kann man nicht brauchen. Blutspuren. Oh. Noch ein Reifen. So. Ich finde das eigentlich auch gut, dass man kaputtige Sachen und Sachen, die nicht sauber sind, noch nicht verkauft werden können. Das finde ich ganz nice. Sonst würde man außer sehen. Oh, das kennen wir doch auch schon. Ein weiteres Stück. Oh, ich will nicht wissen, wie lange das die Sachen hier schon drin sind. So. Oh, hier haben wir noch eine Poster. Nein, Comicseite, Entschuldigung. So, oh, hier haben wir den Motor, der gesucht wurde. Ja, jetzt. Ach so, du nimmst ihn in die Hand, dann geht's nicht. Und hier haben wir einen Fernseher, der kaputt ist. Aufgegangen. Alle Gegenstände eingesammelt, genau. Das habe ich gemeint. Wenn du alle Gegenstände hast, dann kommt eben diese Nachricht, dass du alle Gegenstände eingesammelt hast, die es überhaupt gibt. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe hier, ist die goldene Klo. Doch, die goldene. Doch, 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 habe ich auch. Ich weiß wo. Ich weiß wo. Ich weiß wo. Draußen. Jetzt habe ich ja eine Axt. Okay, der kommt mit. So. Wunderbar. Dann sind wir hier eigentlich schon durch. Ja, glaube ich zumindest, ne? Doch, sieht nicht schlecht aus. Dann können wir hier draußen noch ein bisschen Randale machen. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt passiert wäre, wenn ich diese Auktion nicht so. Wenn ich diese Auktion jetzt nicht gewonnen hätte, ob ich, wie es dann weiterging mit der Story, oder ob ich einfach diese Auktion gewinnen muss, um weiterzukommen. Ich befürchte nämlich, das wird so sein, dass ich die Auktion. Ich würde den Wagen hier vorführen. Und zwar. Da was? Wie werden das Ding hier wie gewinnen? Opi, wir haben schon gewonnen. Ich werde deinen Laden dicht machen. Ich muss mal den Laden erstmal auf Vordermann bringen, bevor du den dicht machen willst. Gute Arbeit, Bornfinder. Wir sehen uns auf dem nächsten Event. Ja, tschüss. Ich weiß nicht, bei dem Spiel habe ich einfach irgendwie so den Wunsch auf einen amerikanischen Dialog. Hast du das Nützlichste gefunden? Lass uns später einen trinken gehen. Ja. Was?
Hast du gute Neuigkeiten? Ich hab nichts. Dein Onkel stinkt wie ein betrunkenes Schwein. Entschuldigung, dass ich dir so eine Stimme irgendwie verpasse. Ah, da haben wir noch die Kisten, genau. Wahnsinn. Jo. Gut, das war's, ne? Das war's, jo. Dann gehen wir jetzt noch zurück und laden mal aus. Weil es ist... Genau. Ach ja, stimmt, ich habe ja eine Winde und... Ja, genau. Karte abgeschlossen. Zusammenfassung. Gegenstände 16 von 16. Auftragsgegenstände 1 von 1. Goldene Klopapier 1 von 1. Sammelobjekte 5 von 5. Großmaschinen 1 von 1. Yay. Gut. Dann fahren wir wieder zurück. Ohne coole Animation. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Nein, deine Schafe, die sind bei dir. So. Billy, auspacken. Ups. So, dann wollen wir mal aussortieren, was wir hier... Yamaha-Motor. Genau, der gehört zum Motorrad. Das bringen wir gleich mal da hinten hin. So. Wir haben das Geld... Okay. Wir haben das Geld noch nicht, um die Station aufzubauen. Als nächstes werden wir die Reinigungsstation bauen. Und auch wenn wir dann das Geld hätten, habe ich gelernt, dass wir schauen müssen, dass wir genug haben, weil ne, die Auktionen, wenn die Auktionen kommen und wir das Geld nicht haben, dann haben wir einfach ein extremes Problem. So, das Motorrad ist fertig. Muss nur noch jemand zusammenpacken. Dann das lassen wir noch drin. Das müssen wir reinigen. Das müssen wir reparieren. Das müssen wir reparieren. Ja. Jo, okay. Ja, den Rest können wir eigentlich verkaufen. Das ist doch gut. So. Jetzt schicken wir erstmal die Mail zurück. Das gibt nämlich 430. Dann können wir die Reinigung hier noch machen. So, genau. Mit der Milko-Reinigungsstation kannst du schmutzige Gegenstände reinigen. Schmutzige Gegenstände sind mit dem Symbol schmutzig versehen. Stell den Gegenstand auf die Reinigungsstation und reinige ihn mit der sekundären Aktionstaste. Okay. Dann werden wir das doch mal machen, ne? Und zwar mit diesen... Mit dieser Hyäne oder was das auch immer ist. Genau. Nee. Sekundär. So. Jetzt müssen wir hier quasi. Ich habe keine Ahnung. Von allen Seiten. So, jetzt können wir den eigentlich schon mal in das Regal stellen, ne? Ja. Ist ja schließlich jetzt geputzt. So. Jetzt noch die. Die würde ich sowieso erstmal reinigen, bevor die jemand bekommt. Wer weiß denn da schon, wer noch da dran war? So, gleich mal zu Beginn. Oh, die steht sogar noch. Oh, die hat blaue Flecken. Die Arme. So, haben wir noch irgendwas zum Reinigen? Ich glaube, nein. Schade, dass man hier das nicht
sortieren kann. Gegenstände im Lager 13 Stück. Gesamt der Lagergegenstände 886 Dollar. Gesamtwert. Man sollte lesen können. Gut, okay. Ja, dann füllen wir unsere Regale. Oh, Und der ist hier noch belegt. Naja. Gut, liebe Freunde, wie das Zeug verkauft wird, werden wir bei der nächsten Folge sehen. Und eventuell bei der nächsten Aufnahmesession. Nee. Ja, doch, bei der nächsten Aufnahmesession. Hier haben wir schon drei Klopapierrollen. Ich habe keine Ahnung, wie viel das es gibt, aber ich glaube, jetzt nochmal drei und dann hier oben nochmal sechs. Ja. Jetzt will ich noch was ausprobieren. Bevor du Aufwertungen verwenden kannst, musst du was? Ah. Whisky, genau. Was? Was überlappt denn da? Der da? Halt mal. Ah ja. Und da machen wir das hier im Dunkeln. Ist gut munkeln. Jo. Das machen wir noch. Weil die Poster, die gefallen mir ehrlich gesagt nicht wirklich. Ehrlich gesagt, ich bin nicht so ein. Ja, das ist weil der da ist. Ich bin nicht so ein Mikrofan, ehrlich gesagt. Also zumindest nicht von den Postern, die sie haben. So. Der am 18. September 1964 eingeführte Joe Quest Offroad ist ein Fahrzeug der Modellreihe Joe mit neuem Namen. Er ist mit einem K8 Donkey Motor Ja. Kann ich den auch noch irgendwie reinigen oder so? Echt? Für den Transport. Ne, ich will ihn ja nicht transportieren, ich will ihn reinigen. Reinigen, einmal reinigen. Geht nicht, ne? Okay. Vielleicht wird es ja noch irgendwie entwickelt, so eine. Renn! So eine Maschine, also so ein Hochdruckreiniger oder so. So, also. Wir gehen jetzt nochmal schlafen. Und dann war's das. Gute Nacht zusammen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich habe immer noch solche Horrorträume. Das ist unglaublich. 7 Uhr. Guten Morgen. Nein. Tschüss.